Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Interviewreihe der Deutschen Krebsstiftung. Wir freuen uns sehr, Ihnen heute wieder eine beeindruckende Persönlichkeit, einen Cancer Survivor, vorstellen zu dürfen. Es ist ein junger Mann, der 2011 im Alter von 23 Jahren an einem bösartigen Keimzelltumor erkrankt ist, diese Krankheit überstanden hat und mittlerweile wieder im Leben angekommen ist. Den existenziellen Lebenseinschnitt von damals hat er uns wie folgt beschrieben. Ich war anfangs ziemlich naiv im Umgang und in der Betrachtung meiner Situation. Ich dachte, es wird ein Absitzen der Krankheit, bis ich nach der Chemotherapie wieder aus dem Krankenhaus spazieren kann. Dann wurde mir ziemlich schonungslos klar, dass es doch auch ungünstig ausgehen könnte. Der Arzt sagte damals, wenn es nicht gut läuft, ist Ihre Zeit begrenzt, Sie haben eine 30-prozentige Überlebenschance, wenn vom Tumor nicht alles entfernt werden kann. Das war ein ziemlicher Wachmacher. Er hat diese schwere Zeit überlebt, spielt mittlerweile wieder Fußball und hat Spaß in seinem Beruf als Augenoptiker. Heute hat er Platz genommen auf unserem roten Survivor Chair, mitten in seinem Lieblingsrestaurante, direkt neben der Cucina. Herzlich willkommen, Thomas Götz. Thomas, schön, dich heute hier zu haben. Sei so lieb, erzähl uns doch bitte deine Geschichte. Wie war dein Leben vor der Krebserkrankung? Ja, ich wohne in einem 2000 Seelendorfchen im Schwabenland, Jagszell heißt das Dorf, mit 4 älteren Schwestern und waren dann insgesamt zu 7, spiel Fußball. Und da habe ich dann gemerkt beim Fußballspielen, dass etwas mit mir nicht so stimmt. Wie hat sich die Krankheit bemerkbar gemacht? Es war so, dass ich während des Trainings oder während den Spielen hatte ich ein bisschen mit der Luft Probleme. Habe mir dann nichts weiter dabei gedacht, war dann beim Arzt und hat dann mir Blut abgenommen und hat mich aber Gott sei Dank noch dann ins nächste Krankenhaus überschrieben und hat da ein Röntgenbild verordnen lassen, worauf man dann quasi einen Schatten sehen konnte. Wo hat sich dieser Schatten befunden? Der war in meinem Brustkorb. Ja, unterhalb meinem Brustkorb und der war so groß, dass er quasi die rechte Lungenhälfte zerdrückt hat. Am Schluss waren es so ungefähr um die 20 cm Größe, die der erreicht hat dann. Thomas, kannst du dich daran erinnern, was deine allererste Reaktion darauf war, als du diese Diagnose Krebs erhalten hast? Die Ärztin kam rein ins Zimmer und ich saß auf dem Bett und sie hat mir die Diagnose gesagt. Dann habe ich erstmal gedacht, es müsste eigentlich ein Traum sein. Das ist alles eigentlich so unwahr, so unrealistisch. Ich hatte eigentlich doch nur Husten. Mehr hatte ich doch gar nicht gehabt. Und mit der Diagnose jetzt irgendwie was anzufangen, konnte ich im ersten Augenblick auf gar keinen Fall. Es ist für einen jungen Kerl mit 23 Jahren schon ein bisschen hart auf einmal zu hören, wo man eigentlich mit gar nichts Schlimmem rechnet. Wenn die Leute sagen, dass ich Krebs hatte, sage ich, nein, ich hatte einen Tumor in mir. Das klingt für mich, um das Ganze zu verarbeiten und zu hören, angenehmer, als wenn ich sage, ich hatte Krebs. Ich hatte einfach nur ein Gewebe in mir, das da nicht hingehörte. Welche Träume wurden durch die Krankheit auf Eis gelegt und welche haben dir Kraft gegeben, nach vorne zu gucken? Ich wollte karrieremäßig durchstarten, wie man halt als junger Mann das tun möchte. Natürlich auch durch die Chemo ist mit der Fortpflanzung auch nicht mehr so nah. Das haben dir die Ärzte gesagt? Genau, dass es wahrscheinlich mit Kinderzeugen und sowas höchstwahrscheinlich nicht mehr klappen wird. Wenn man eine Freundin hat, mit der man seit 8 Jahren zusammen ist und man da auch schon so ein grobes Bild vor Augen hat, was einen da erwartet, dann ist das schon ein Schlag ins Gesicht. Du hast eine sehr seltene Krebserkrankung gehabt, Keimzelltumor. Was ist das genau? Schwierig zu sagen. Also die meisten dieser Tumore kommen doch in den Genitalien häufiger vor. Was bei mir das Ganze außergewöhnlich gemacht hat, er kam halt nicht davor, sondern im Brustkorbbereich. Ja. Und gerade auch noch in diesem Ausmaß von der Größe von über 20 cm und durch das schnelle Wachsen halt auch noch, was er halt hatte. Innerhalb von, die Ärzte meinten, 6 bis 8 Wochen ist das Dingens dementsprechend groß gewachsen. Die Diagnose musste doch die Füße weggezogen haben. Mittendrin im Leben, gerade mal 23 Jahre alt. Was hat dir Kraft gegeben, wieder aufzustehen? Ich hatte keine andere Wahl. In der Situation musste ich mich beschäftigen. Und dann musste ich mir irgendwie einen Plan fassen, was ich denn von mir erwarte,
was ich von der Krankheit erwarte und wie ich mit der umzugehen habe. Wie war die Reaktion von deiner Familie, von deiner Freundin? Hast du eine Veränderung bei ihnen festgestellt in der Zeit? Sie waren viel kämpferischer drauf und viel motivierender. Die haben mir jedes Mal, jeden Tag Essen ins Krankenhaus gefahren. Jeden Tag war jemand da, wo mir was gebracht hat. Zu keiner Zeit sind zu viele Tränen geflossen, dass sie mich irgendwie angesteckt haben mit Schwäche. Im Gegenteil, also das war wie eine Wand. Was haben die Ärzte dir gesagt in Bezug auf eine erfolgreiche Therapie? Mein damaliger Arzt war dann Gott sei Dank der Meinung, dass man mich erst durch eine Chemo schicken sollte, um so wenigstens die Chance zu haben, den Tumor, das Gewebe abzutöten. Welche Prognose haben dir die Ärzte vor der OP gegeben? Sollte man den Tumor nicht komplett rausbekommen und sollte noch dieses entscheidende Teil drin sein, dass ich ihn schließe, doch noch weiter zu wachsen, hat mein Arzt mir damals 30% Überlebenschance gegeben. Wie integriert man 30% Überlebenschance in sein Bewusstsein? Sehr schwer. Sehr schwer. Also 30%. Man rechnet mit 100% generell im Leben, aber 30% ist weniger als 50-50 und 50-50 ist schon relativ gering. 30% ist, also da war für mich der Zeitpunkt da, wo ich dachte, Mensch, es könnte auch böse ausgehen. Vielleicht war das der nötige Wachmacher, um auch nochmal zu gucken, hey, alles mobilisieren, alles reinhauen. Man kann ja nicht viel machen, aber trotzdem den Kampf irgendwie dann annehmen und zu gucken, dass man doch mehr wie 30% doch noch auf die eigene Hand irgendwie anders hinkriegt. Konntest du Anleihen vom Sport nehmen? Sport, ja, Sport war schon immer in meinem Leben irgendwie omnipräsent. Also vielleicht war das Gute, dass ich Sportarten im Zweikampf machen musste oder gemacht habe, dass ich diesen Zweikampf auch aufnehmen konnte. Und dann kam die OP. Genau. Das war ein großer Eingriff mit dem Brustkorb öffnen. Die ganzen Vorgespräche waren drastisch. Was haben die Ärzte gesagt, als sie direkt nach der Operation zu dir ins Krankenzimmer gekommen sind? Gut, das Schöne war, sie hatten ein kleines Lächeln auf dem Mund. Ja, das hat mir schon Freude entgegengebracht. Die haben mir gratuliert. Ich glaube, die haben sich selber auch die Schulter geklopft, aber die haben mir gratuliert, dass sie alles komplett großflächig rausgebracht haben. Wie war die Reaktion von deiner Freundin und deiner Familie? Du weißt ja, wie das ist, wenn man 8 Stunden auf eine Antwort wartet. So lange hat die OP gedauert. Die waren erleichtert, wie sie es, glaube ich, noch nie zuvor waren. Tränen habe ich gesehen, ja, Freudentränen einfach. Und es lag einfach, eine Erleichterung lag in der Luft. Das war schön in dem Moment. Die Nachricht, alles gut, plus Familie an der Seite am Bett. Das war doch sehr emotional. Warum hast du für heute, für dieses Interview, genau dieses Lokal ausgesucht? Ich liebe Italienisch zu essen. Das ist fürs leibliche Wohl ist wichtig. Und deswegen gibt es nichts Schöneres, mit Freunden dran zu sitzen, einfach mal Pizza zu essen und was Gutes zu trinken und einfach mal ein bisschen reden über gute Zeiten, die einem noch vor einem stehen können. Hast du denn im Krankenhaus schon wieder ans Fußballspielen gedacht? Nachdem die Operation hinter mir war, ja, war schon das Ziel, meinen Körper wieder auf Vordermann zu bringen. Ich sah aus wie Strich in der Landschaft, sagt man so. Und das mochte ich an mir nicht. Deswegen wollte ich so schnell wie möglich doch wieder Kraft sammeln, um wieder zurück auf den Sportplatz zu kommen, um wieder in das gewohnte Umfeld reinzukommen. Wolltest du in ein altes Leben zurück oder war dir klar, dass ein neues Leben beginnt? Ich wollte in mein altes Leben zurück mit Neuerungen vielleicht. Also mit einem verbesserten, mit einem erfahreneren Leben. Wie war das, als du zum ersten Mal wieder deine Fußballschuhe angezogen hattest und auf dem Platz gestanden bist? Ich weiß ganz genau noch, das war noch leicht Winter, noch leicht Schnee war noch, lag noch auf dem Platz. Und die ersten paar Runden laufen eigentlich nur, um die Lunge wieder voll zu kriegen, wie das ist, frische Luft, kalte Luft einzuatmen, wieder auszuatmen, ohne Schmerzen, ohne Husten, ohne was weiß ich. Das war einfach nur ein tolles Gefühl, mal nicht im Krankenbett zu liegen, sondern einfach nur auf dem Platz einfach nur ein paar Runden zu drehen. Jetzt kommt man in eine Situation wie du mit 23 Jahren und wird mit der eigenen Zerbrechlichkeit konfrontiert.
Ist das ein vorgezogener Reifungsprozess, den du da durchgemacht hast? Ein unschöner, aber es ist schon ein Reifungsprozess, das auf jeden Fall. Man nimmt Dinge nicht mehr so ernst und man bleibt lockerer in gewissen Situationen, bleibt ruhiger und es spielen andere Werte eine größere Rolle im Leben. Konntest du von Anfang an gut über die Krankheit sprechen? Ich bin generell so ein Typ, der erst selber damit zurechtkommen muss und das verarbeiten muss. Klingt ein bisschen egoistisch, das ist meine Sache. Warum hast du dich entschieden, uns heute dieses Interview zu geben und deine Geschichte öffentlich zu machen? Ja gut, dadurch, dass es jetzt 5 Jahre jetzt her sind, dass ich diesen Tumor in mir hatte, sind wir jetzt auch schon in dem zeitlichen Bereich, wo man sagt, ich bin geheilt. Vielleicht kann ich auch Leuten sagen, dass es schon wird quasi und dass man halt den Kampf nie aufgeben soll. Hast du während deiner Erkrankung mal in den Spiegel geschaut und es hat jemand anderes zurückgeguckt? Das war kurz nachdem ich mich übergeben musste von der Chemo, habe ich mich im Spiegel angeschaut, sah den abgemagerten Bub vor mir, habe mir in die Augen geschaut und habe gesagt, so nicht. Also so ein elendes Bild, was ich da im Spiegel gesehen habe, das ging so nicht mehr weiter. Und ich weiß noch ganz genau, wo das war und wie das war. Ich habe mir in die Augen geschaut und ich konnte ziemlich tief reinschauen. Ja. Und seit diesem Zeitpunkt war es für mich klar, ohne mein Bestes zu geben, gehe ich hier nicht raus. Ja. Und das war der Moment, wo es für mich den Schalter umgelegt hat, wo ich sagen konnte, so jetzt bring it on und ich pack das. Wie lautet das Lebensmotto von Thomas Götz? Man muss immer kämpfen. Egal wie, egal wann, egal mit wem. Kämpfen bedeutet für mich einfach, sich mit etwas auseinandersetzen, auch mit etwas Unschönem vielleicht. Ja? Mit etwas, was man nicht so gerne hat. Ich geh mitten durch. Ich gehe straight durch und nehme das an. Was macht für dich einen Cancer Survivor aus? Für mich spielt die Einstellung zur Situation eine Rolle. Ja? Jemand, der vielleicht noch 10 Jahre, 15 Jahre vor sich hat, ja? Wie geht der mit seinem Leben um? Lässt er sich durch die Krankheit beeinflussen und sein Leben bestimmen? Oder bestimmt er trotz seiner Krankheit sein Leben? Für mich ist ein Cancer Survivor einfach jemand, der die Situation annimmt, so wie sie ist, und trotzdem das Bestmöglichste aus seinem Leben macht. In der Rückbetrachtung, wer waren in der gesamten Zeit die wichtigsten Menschen um dich? Da gibt es 3 Gruppen. Einmal natürlich meine Familie, mein Arzt auf jeden Fall, der die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Und natürlich auch meine Freundin, die ihr Masterstudium in Freiburg gemacht hat zu der Zeit und so oft wie es möglich war in den Zug gestiegen ist, trotzdem ihr Studium zu absolvieren und das mit Bravour zu meistern und immer auch noch vor mir gute Figur machen im Sinne von Mut zusprechen. Also da ist für mich... Ich muss nicht fragen, ob euch die Situation zusammengeschweißt hat. Nein, das brauchst du nicht fragen. Thomas, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für dieses sehr offene und persönliche Gespräch, das wir führen durften. Ich wünsche dir persönlich das Allerbeste für deine Pläne, dass sie in Erfüllung gehen, für deine Familie, dass sie gesund ist und bleibt. Wir sehen uns wieder an der großen Bühne im Berliner Hauptbahnhof am 1. Juni 2016 beim 2. German Cancer Survivors Day. Und wenn Sie auch ein Cancer Survivor sind und uns Ihre Geschichte mitteilen möchten, würde uns dies sehr freuen. Auf der Homepage der Deutschen Krebsstiftung finden Sie alle Informationen hierzu. Ich sage Tschüss und bis bald.